Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Hier haben wir Idle Siege. Oder, ja, Idle Siege ausgesprochen. Ein relativ cooles Spiel, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade auch den Ton mal ausgestellt, den ich nachher mal einstellen. Man hat hier einen Idle-Faktor, in dem man natürlich Gold einsammelt. Vom, ja, AFK sein. Das kann man dann nutzen, um natürlich seine Gebäude und Einheiten aufzuwerten. Denn wir sind hier quasi im Startbildschirm direkt im Geschehen. Wir haben quasi eine Armee. Ja, den nächsten Upgrade hole ich mir gleich auch noch. Und diese Armee wird hier permanent immer gegen andere ankämpfen. Man sieht hier, die Einheiten produzieren fleißig Truppen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Bauen, jo. Bauen. 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 Genau. Haben wir da was zum Hinstellen? Ja, den haben wir. Und verbessern wir auch mal gleich. Desto stärker die Einheiten, desto besser. Dann haben wir noch Kommandanten, den setzen wir auch ein. Und dann haben wir quasi immer Quests, die wir abschließen, wie hier. Zum Beispiel geben Gold aus, zerstören etwas, zerstören, verbessere Kraftraum. Der Kraftraum ist nicht das, sondern das Ding hier, genau, das kommt noch. Und dann werden die Einheiten in ja, regelmäßigen Abständen auf die Gegner geschickt, wie man hier sieht. Die Gegner haben dann auch bestimmte Effekte. Jetzt muss ich gerade mal gucken. War ich zu nah dran? Manche haben dann auch bestimmte Elemente. Die Elemente sorgen dann für Zusatzschaden oder weniger Schaden. Und genau. Das Ziel ist es quasi immer, die komplette Welle, das komplette Schloss hier einzunehmen. Und dafür ja, müssen wir nach und nach immer die Sachen zerstören. Wir, ja, wie man sieht, die Lebenspunkte der Gebäude bleiben auf jeden Fall unten. Das heißt, definitiv schaffen wir es irgendwann dann, ich sag mal, diesen Bereich dann zu schaffen. Pro Minute kriegen wir oben Gold. Das können wir dann nutzen, um unsere Einheiten aufzuwerten. Zeitgleich können wir auch, das werde ich jetzt hier mal machen, Gegenstände benutzen. Hier haben wir zum Beispiel quasi ein zusätzlichen Gegenstand, der Gebäude angreift. Das hilft hier ungemein, würde aber natürlich auch ohne funktionieren. Dann haben wir hier ein, ja, quasi ein Item, was unsere Einheiten heilt. Das hilft dir dann auch, wie man sieht, ungemein. Dann haben wir Einheiten angreifen, die dann halt getötet werden. Okay, da brauchen wir Schützen, weil da kommen wir so nicht ran. Und hier haben wir quasi eine Lähmung der Gegner, beziehungsweise dass die dann keine Einheiten mehr beschwören. Das sind so ein paar Zusatz-Items. Die kann man natürlich auch kaufen, aber ja, man kann auch einfach sagen, man macht das ohne. Bisher habe ich das auch gemacht, bisher hat das auch gut funktioniert, aber es war jetzt halt zur Demonstrationszwecken, wollte ich euch das mal zeigen. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel neue Einheiten. Ab einem bestimmten Level kann man davon auch mehrere einsetzen. Ich werde jetzt hier mal zu den Stärkeren wechseln und hier wechseln wir zu ihr. Genau, man hat dann ja verschiedene Helden mit verschiedenen Elementartypen. Ganz besondere Spezialfähigkeiten besitzen sie jetzt nicht direkt. Da oben hat man halt, ja, sieht man, was diese Fähigkeiten noch machen. Und ansonsten gibt es auch so noch extra Fähigkeiten, die dann quasi einhergehen mit den Kommandanten. Mit jedem Kapitelabschnitten, den man hier halt schafft,
ist es so, dass wir dann mehr Gold pro Minute kriegen, wodurch wir dann schneller an Gold kommen, um schneller diese Karte zu schaffen. Wie man hier so schön sehen kann. So. Man sieht auch, dass natürlich die Einheiten sich ein bisschen verändert haben. Die haben jetzt hier nämlich so ein Feuer, Aussehen. Wobei aber die Gegner ebenfalls Feuer sind, wenn ich das jetzt hier so sehe. Genau. Das heißt, Feuer macht jetzt tatsächlich hier nicht viel Sinn. Denn wir haben oben die Elementarreihenfolge Wind gegen Feuer. So, jetzt sind die Bogenschützen auch grün. Jetzt machen die auch viel mehr Schaden. So, es wird Zeit, dass der Turm da oben mal fällt. Der nervt nämlich ein bisschen. Natürlich bleiben die Einheiten bestehen, bis die Verstärkungstruppen eintreffen. Es braucht doch nur ein paar Treffer. Lasst euch doch mal nicht so ablenken. Genau. So, damit ist der weg. Nächste Mission geschafft. Nächstes Gold. Das ist quasi so der Kernelement des Spiels. Wir haben quasi auch eine Karte, wo wir uns fortbewegen und ja, und quasi bestimmte Gebiete befreien. Und wir müssen halt immer Belagerungen durchführen, wo wir unsere Einheiten aufwerten können. Mit jeder Belagerungslevel, die wir aufwerten, schalten wir neue Plätze für Kommandanten oder Einheiten frei. Und ja, hier haben wir quasi auch unsere Sammlung von Helden, die wir dann stärken können. Denn in bestimmten Gebieten müssen die Kommandanten bestimmte Level haben, damit wir die auch einsetzen können. Wir haben dann hier auch einen Shop, natürlich mit wieder diversen Items, um Sachen zu beschwören. Das heißt, man kann ja haufenweise Geld auch ausgeben, um quasi haufenweise Helden beschwören zu können. Wir kriegen hier Schriftrollen zum Hochleveln und einen Kommandanten, den wir bereits besitzen. Dann öffnen wir noch eine legendäre Truhe. Mal gucken, ob wir Glück haben. Nein, haben wir nicht, aber wir kriegen einen neuen. Das ist schon mal interessant. So. Genau, dann können wir hier nämlich jetzt unseren Kommandanten hochleveln, der eine Kommandantenfähigkeit und diese wird dann mit neuem Stern auch verstärkt. So, was gibt es noch? Wir haben noch den Arena-Modus. Hierfür gehen wir quasi, suchen uns erstmal einen schönen Gegner aus. Unten wird unsere eigene Kraft angezeigt. Kann sein, dass die aber schon etwas stärker ist, weil die Aufstellung hier etwas anders sein könnte. Ja. Und dann können wir hier zum Beispiel jetzt auch die Truppe ändern. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Den würde ich jetzt zum Beispiel rausnehmen. Und dafür packen wir sie dahin. Und ihn packen wir halt noch mit rein. Und dann können wir hier halt die Truppen reinsetzen, die wir da gerne hätten. Natürlich müssen wir Truppen wählen, die da auch reinpassen. Ich wähle jetzt hier den Scharfschützen. Unten haben wir die Rekruten. Wobei probieren wir mal die Axtwerfer. Oben probieren wir mal diese guten Herren. Und dann, ja, haben wir quasi unser Team zusammengestellt und wir kämpfen ebenfalls gegen ein anderes Team, was denn dementsprechend stark ist. So. Weil da war es wahrscheinlich nicht so klug, aber da kommt es dann darauf hin, gute Taktik, die richtigen Einheiten einzusetzen. Und ja. Da haben wir schon mal einen Vorteil und haben das Ganze gewonnen. Wenn wir bestimmte Siegesserie schaffen, kriegen wir auch extra Belohnung. Ist dann ganz nett. Das ist quasi hier so der PvP-Anteil des Spiels. Jetzt muss ich überlegen. Truppe.
Ja, die habe ich lieber gern hinten. So, speichern. So, es gibt aber auch zwischendurch Events. Gehen wir mal hier hin. So, wir haben jetzt das nächste anscheinend geschafft. Kaserne zerstört. Ja, das werden wir gleich auch noch zerstören, bestimmt, wenn die nächsten Truppen hier losmarschieren. Es gibt immer einen Bereich, den wir quasi anklicken müssen, damit der dann zerstört wird, damit es weitergeht. Und das wäre hier dann ebenfalls so ein Bereich. So, jetzt ist nämlich das weg und jetzt müssen wir es quasi platt machen. Und damit geht es dann zur nächsten Etappe, wo man dann verschiedene Konstellationen hat, wo man ja sozusagen herausgefordert wird. So, die Räuber sind, glaube ich, gut gegen Massen. Das heißt, wir werden hier mal, denn es gibt natürlich, wie man es so kennt, immer Stärken und Schwächen der verschiedenen Truppen. Und das werden wir gekonnt auf jeden Fall ausnutzen. Wir haben hier noch so ein Event, ein schönes Herbst-Event aktuell, wo man Kürbisse sammeln kann, die man dann hier auch gegen Gegenstände oder auch Helden eintauschen kann. So. Genau, das hierzu. Dann gibt es natürlich noch zusätzliche Events. Hier haben wir aktuell verdorbene Höhle, wo man auch bestimmte Helden bekommen kann. Die arbeiten dann mit einer eigenen Währung, die wir hier auch offline erhalten können. Diese Währung können wir dann nutzen, um hier auch ja, anzugreifen, zu agieren. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, das ist schon relativ hoch, ja. Was haben wir denn überhaupt? Ne, doch, da ist es besser, wenn wir die hier upgraden und quasi die Hammerleute, aber die haben wir glaube ich schon drin. Die Kanonen sollten wir vielleicht noch mit reinnehmen. Da mal versuchen, ob wir damit weiterkommen. Quasi anstatt den Bogenschützen. Denn wir haben auf jeden Fall hier ein paar kleine Truppen und haben aber starke Gegner. Das ist interessant auf jeden Fall. Das ist die Frage, wie man das am besten schafft. Ja, mit höheren Schaden, den wir hier austeilen, kommen wir natürlich dann besser an die jeweiligen Bosse ran und dann können wir Schaden am Boss machen und dann kriegen wir Belohnung und ja, kämpfen uns quasi hoch. Wir haben natürlich hier auch noch einen Pass, der uns immer wieder mit Gegenstände versorgt und wo wir natürlich auch schneller an Helden direkt kommen können. So. Das funktioniert aber ja nicht so ganz. Ja, da muss man da gucken, weil hier hat man aktuell keine Kommandanten. Es sieht auch nicht so aus, als wenn man da welche freischalten würde, aber man würde halt auf jeden Fall die Armee vergrößern können, was wahrscheinlich einiges noch bringt. Ja, das sind dann quasi so die Spielmodi, die es bisher gibt. Oder beziehungsweise das, was hier drin sich verbirgt. Es ist wie gesagt ganz nett. Es gibt ein bisschen PvP. Und das ist mal ein etwas anderes Idle, weil halt natürlich hier permanent gekämpft wird und man quasi nur dafür sorgt, dass die Einheiten stärker werden. Ja, wem sowas gefällt, der schaut da gerne rein. Ich werde jetzt nochmal kurz den Sound einstellen, damit ihr dazu ein bisschen wisst, wie sich das anhört, wie sich das hier gibt. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Auf jeden Fall die richtige Wahl. Problem ist nur, dass man gar nicht so weit kommt.
geht schon. Das ist schon mal gut. Ist das Ganze natürlich etwas schwieriger. Aber ja, das ist das Spiel. Wie gesagt, wem es gefällt, der schaut gerne rein. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.